Willkommen zurück, Leute. Also, Richelieu möchte nicht aus seinem Stuhl weichen. Das heißt, wir schauen uns jetzt einmal hier um, in diesem Seiteneingang zum Theater. Hier haben wir einen Mantel. Sieht aus wie ein netter Mantel, mit ein paar abgeblätterten, unansehnlichen Schuppen. Sieht zu groß für mich aus. Und die Schuppen können wir jetzt mitnehmen. Ich hasse Leute, die einen verachten, nur wegen eines kleinen Problems mit... Hey, das sind keine Schuppen. Oh. Ja, es waren Läuse. Sie zappeln. Wie eklig. Okay. So, noch? Hey, hey! Es ist ein Aufkleber von Blood Island. Da steht, Blood Island ist für Bluter. Eine Mitteilung der Blood Island Tourismusbehörde. Vielleicht weiß der Besitzer dieses Koffers, wie man nach Blood Island kommt. Wäre möglich. Er klebt auf dem Koffer. Schade, was können wir noch mitnehmen? Ich frage mich, ob es in diesem Stück eine Rolle für einen flotten, gaunerischen Piraten gibt. Ich will die mystischen Kräfte des Huts nicht stören. Er ist leer. Oder nicht? Ich will die mystischen Kräfte des Huts nicht stören. Okay, den Zauberstab. Schauen Sie, wie ich das verschwinden lasse. Eine Perücke. Wie wär's, Guybrush? Ich mach den natürlichen Look. Okay. Abtupfen oder nicht abtupfen? Das ist hier die Frage. Ahoi! Ich bin ein gefährlicher Pirat. Wer bist du? Cromwell. Schlappi Cromwell. Es ist eigentlich nicht mein richtiger Name. Mein Agent sagte mir, dass mein richtiger Name keine Star-Qualitäten hätte. Wie ist dein richtiger Name? Rex Glückspilz, Abenteuersucher. Aha. Was ist das für ein saumäßig dämliches Gefasel, das du da probst? Aber das ist das Meisterstück des Barden. Glaubst du wirklich, dass es so schlecht ist? Nein, nein. Schon okay. Trinken Piraten Grog? Oh, ich wusste, ich hätte das Material nicht ändern sollen. Wie habe ich nur meine unselige Feder nehmen und sie wie eine Nadel durch die unbefleckte Dichtung des Meisters stoßen können? Du hast Shakespeare umgeschrieben? Ich wurde dazu gezwungen. Nicht eine einzige Person kam zu meinen Aufführungen. Oh, diese dummen, rohen Piraten! Nicht Mann genug, um sich mit ihrem sensiblen Innern auseinanderzusetzen. Also schrieb ich die gesamten Bücher neu. Ich konzentrierte die Brillanz von Jahrzehnten auf eine 45-Minuten-Rede. Spear, ein Theatermann. Kann ich bei deiner Show mitmachen? Lass mich offen sein. Du hast einfach nicht die Hände eines Spearträgers. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich das höre. Warst du auf Blood Island? Aber natürlich. Blood Island war einst der Ort, an dem man als Künstler in der Karibik sein muss. Cool, er war da schon. Das waren noch Zeiten. Wir waren jung. Und aber kann uns auch weiterhelfen? Neue Maßstäbe für unsere Kunst. Oh, welch riskante, gewagte Darbietungen wir gegeben haben. Wir hatten keine Angst, die zähen, anspruchslosen Sinne unseres Publikums zu schockieren oder zu beleidigen. Oh, was habt ihr gespielt? Hauptsächlich Pippi Langstrumpf. Kannst du mir sagen, wie ich Blood Island finden kann? Mein Agent Placido Domingo kümmerte sich immer um die Reisearrangements. Aha, Placido also. Irgendeine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Er ist ein Mitglied des Brimstone Beach Club hier auf Plunder Island. Vielleicht erwischst du ihn da. Beach Club, alles klar. Fahre fort. Komm schon, Schlappi, du musst es schaffen! Eine wunderschöne Julia. Das ist einfach störend. Ach, ich find's nett. Also, wie bist du in dieser Show gelandet? Ich bin eigentlich eher ein Statist. Aber was ich wirklich will, ist Schauspieler. Die Leute nehmen dich einfach nicht ernst, wenn du nur ein Statist bist. Wie überraschend. Ja, nicht wahr? Also, Holzbeinbruch. Danke. Das ist doch mal ein echter Mann. Okay. Das Wasserballett vor oder nach meiner Familie. Ein Pirat mit einem Dies ist eine Informationstafel, aufgestellt von der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Requisitenbaum.
Künstliche Bäume dieser Art wurden häufig von den frühen Siedlern für Theaterproduktionen benutzt. Als nächstes tut mir leid, das ist ein wenig Stock, Leute. Wenn jemand eine Lösung dafür kennt. Okay, jetzt sind hier noch ein paar Trappen. Das brauchen wir alles nicht. Es geht auch nach oben, aber das kommt erst später. Okay, jetzt haben wir ja ein paar Läuse. Und einen Mann, der seinen Friseurstuhl nicht verlassen will. Ihr könnt euch denken, was wir damit tun. Heilige Pest! Sie sind von den Haardämonen besessen! Wovon redest du? Das verfluchte Kopfungeziefer, die Geißel jedes hygienischen Seemanns auf den sieben Meeren. Das ist gelogen! So wahr ich hier stehe, sie tummeln sich auf ihrem Skalp wie ein Haufen elender Seelöwen. Oh oh. Guter Vergleich. Das erfordert drastische Maßnahmen. Ich hol den Kahlmacher. Na, lasst uns nicht zu voreilig sein. Voreilig? Das ist ein schlechtes Zeichen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ich muss amputieren. Oh nein. Nein, nein, du wirst mein Haar ruinieren. Wir brauchen eine Haartransplantation. Okay, er sah so irgendwie besser aus als vorher. Na gut, jetzt kann ich mit ihm sprechen. Ahoi da, ich bin Guybrush Threepwood. Hier, um all deine bösen Piratenbedürfnisse zu befriedigen. Ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen, Guybrush. Ich bin Haggis McMutton. Zweideutig. Lander McMutton. Ich könnte schon einen Haarschnitt gebrauchen. Setz dich, Bürschchen, und ich verpasse dir einen feinen Schnitt. Sehr schön, sehr schön. Ah, es ist gemütlich, okay. So, jetzt möchte ich gerne den Beschwerer haben. Ich komme nicht ran. Ich stehe zu niedrig. Okay, dann muss ich mich ein wenig hochhebeln. Und zack. Ach, hinweg mit diesem untauglichen Briefbeschwerer. Ich muss einen anderen finden. Aber was ist mit meinem Haarschnitt? Ich bin sofort wieder da, Jungchen. Und tschüss, Haggis. So, jetzt möchte ich an die Schere kommen. Und dafür hebe ich mich jetzt noch mal ein bisschen hoch. Guybrush, mehr. Okay. So, jetzt. Ja. Ugh, geschafft. Okay. Ich habe die ganze Insel abgesucht und konnte keinen einzigen Stein finden, der als Briefbeschwerer geeignet ist. Die ganze Insel in 40 Sekunden. Dann wohl mal näher 20 Sekunden. Gerade fällt mir ein, dass ich noch einen Termin habe. Oh, ich wollte dir außerdem gerade einen französischen Zopf machen. Ja, das hätte gut ausgesehen. Okay. Und zwar benutzen wir jetzt erstmal die Schere, um durch ein Gebüsch durchzukommen. Ach ja, ich liebe diese Stadt. So schön animiert. Ich finde, da kann Teil 4 und Teil 5 auch nicht mithalten. Da ist ein Restaurant, da kommen wir auch noch zu. Aber erstmal haben wir hier geheimnisvolle Blüten. Was für eine merkwürdige Blüte. Wow, dieser Dschungel ist dicht. Ich werde etwas Scharfes brauchen, wenn ich mir meinen Weg zurechthacken muss. Ja, und genau da hacken wir uns jetzt durch. Auf geht's. Blüte nehmen wir mit. Ich frage mich, ob dieses Schild irgendetwas zu dieser Blume, die ich gerade abgeschnitten habe, zu sagen hat. Ipecac, Cephaelis ipecacuana. Eine der überall auf Plunder Island vorkommenden kriechenden Kletterpflanzen. Ein Sirup, der aus den Ipecac-Blüten gewonnen wurde, diente den frühen Siedlern von Plunder Island als Brechmittel. Okay, das ist eine wichtige Info. Die werden wir noch brauchen. Und jetzt hat er sich nicht durchgeschnitten. Los, Guybrush, mach hinne.
So, und jetzt landen wir gleich an einem schönen Ort. Ich liebe das Spiel. Okay, es wird nicht ganz ungefährlich werden. Was mag denn das Schild bedeuten? Kreuzende Schlangen. Welchen Schaden könnte denn eine Schlange... Oh je. Wir sind in einer Schlange. Und das ist nicht gut. Normalerweise braucht so eine Schlange Stunden, um etwas derart Riesiges zu verschlingen, würde ich mal sagen. Okay. Jetzt haben wir hier einen Schlangenschläger. Ich komme nicht dran. Frühstücksmüsli. Schlangenschlagstock. Ich komme nicht dran. Eine Schlangenmachete. Ich komme nicht dran. Schlund des Lebens, Schlangenex. Und nochmal den Schlund. Okay. Riesige, menschenfressende Schlange. Dieses fantastische Reptil ist eines der gefährlichsten und schönsten Raubtiere von Plunder Island. Ja, leider kommen wir an das ganze Zeug hier nicht ran. Aber im Magen der Schlange sind ja auch noch ein paar Sachen. Es ist ein unbezahlbares, zerbrechliches Fabergé-Ei. Das nehme ich. Staubsaugerzubehör. Jede Menge Zeug. Was verschluckt die alles? Okay. So, Spiegeleier, Wurst, Pfannkuchen. Pfannkuchensirup. Es sind die Überreste eines Mitglieds der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Oh nein, okay. Diese Jungs sind echt einsatzfreudig. Der hat's nicht geschafft. Es ist eine große, dampfende Tasse Kaffee. Ja, yeah, der Kutterköter. Der hat ein kleines Hemd an, auf dem steht, ich habe in Big Whoop auf den Putz gehauen. Den lernt ihr auch noch kennen. Ein Reservierbeleg? Ein Reservierungsbeleg für Blondbarts Hühnchenrestaurant. Das ist das Restaurant, an dem wir eben vorbeigegangen sind. Er hat ein gutes Profil, das griffig auf der Straße liegt und nicht wegrutscht. Mhm. Streng geheime Pläne. Wenn die in die falschen Hände geraten würden. Und eine Enzyklopädie. Band C und er ist größtenteils verdaut. Ich kann nur Seite 243 lesen. Ein Kompass ist ein magnetisiertes Metallstück, welches in einer Flüssigkeit schwimmt. Was für ein völlig belangloser Schund. Okay, jetzt haben wir eben auf dem Schild gelesen, dass ein Sirup bestehend aus dieser Blüte hier... Es ergibt Ipecac-Sirup. Erscheint logisch. ...als Brechmittel gedient hat. Telefonbücher, okay. Das ganze Zeug können wir erstmal nicht gebrauchen, auch wenn es schön aussieht. Und jetzt nehmen wir doch mal das Brechmittel und verabreichen es der Schlange. Halb gekotzt, gut gekotzt ist halb gewonnen, nicht wahr? Puh, das war aber knapp. Als ich von dieser Schlange gefressen wurde, war ich mir sicher, dass es vorbei ist. Gott sei Dank, dass ich jetzt sicher bin. Hey! Und wir stecken im Treibsand fest. Warte mal, der Treibsand zieht mir all die tollen Sachen aus der Tasche, die ich in der Schlange gefunden habe. Nein, mein schönes Fabergé-Ei. Gut, Leute, wie wir hier wieder rauskommen, seht ihr im nächsten Part. Bis denn!